Hallo und herzlich willkommen zurück in Kryptonia. Die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her. Das hat auch seinen Grund, weil hier ja nichts mehr funktioniert. Wir haben, mal gerade gucken, 27 und 9 Einwohner. Ja, die Felder sind alle. Nein, doch, die sind alle stillgelegt. Wir haben Early Summer. Ach ne, hier unten wird ja bewirtschaftet, weil wir so wenig Leute haben. Jetzt können wir aber hier den einen Laborer noch soweit machen. Also ich habe gemerkt, dass ich relativ viele Fehler gemacht habe. Und zwar sind die Wege einfach alle viel zu lang. Wir müssen das alles ein bisschen anders angehen. Ja. Man sollte nämlich zum Beispiel den Market hier. Das Problem ist halt. Na, nochmal. Die Dorfbewohner müssen halt, ne, die holen sich die Sachen hier raus. Das ja fast okay wäre hier. Allerdings haben die hier zu den Lagern und so mega lange Wege und laufen deswegen ziemlich viel. Weiteres Problem ist natürlich, die Leute, wenn sie hier eine Pause machen und hier oben auf dem Feld arbeiten, laufen die zu ihrer Hütte, die angenommen hier unten ist und ja. Dann sind sie ziemlich lang unterwegs und das für eine 5 Minuten Pause, dann laufen sie halt mal einen Monat. Oder auch von hier oben, das ist halt der Wahnsinn. Wenn man die Hütten jetzt hier hingebaut hätte, dann würden die Farmarbeiter einfach neben ihrer Farm wohnen und alles wäre toll. Tja, ne, das hier ist halt alles ein bisschen suboptimal und auch hier die Wege sind einfach viel zu lang. Und deswegen funktioniert das alles nicht mehr. Am Anfang macht sich das noch nicht so bemerkbar, weil man da ja noch alles relativ klein hat. Ich habe das halt gerne eigentlich getrennt voneinander hier Arbeit und Wohnen, aber gut, das geht halt einfach nicht. Das gibt das Spiel nicht her so. Wobei das ja auch irgendwo sinnvoll ist, das so zu machen. Naja, ich würde sagen, ich wollte jetzt nicht einfach hier das nicht mehr weiter spielen. Warum habe ich denn? Ich habe gerade überhaupt keine Frames. Es tut mir leid, dass es ein bisschen ruckelt. Ja, also ich wollte das Let's Play nicht einfach kommentarlos beenden. Aber die erste Staffel ist an dieser Stelle hier zu Ende. Es wird mit Sicherheit eine zweite Staffel geben. Ich weiß auch noch nicht genau wann. Ich habe ja gerade noch zwei, drei andere Projekte, die ich gerne erstmal fertigstellen würde. Und dann können wir sicherlich nochmal einen neuen Anlauf nehmen, wagen. Und vielleicht gibt es dann ja auch schon ein, zwei Updates und alles andere und alles hat sich ein bisschen verändert oder manche Sachen haben sich ein bisschen verändert. Das werden wir dann aber sehen. Gut, an dieser Stelle möchte ich mich dann einfach hier von euch verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns.